krass geregnet letzte Nacht. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Heute soll es Schauer geben können. Windig natürlich. Und ist schon wieder Lärm. Na, außer windig sieht es noch ganz gut aus. So, jetzt haben wir halt 9. Jetzt mache ich mal Kaffee. Intensiven Wettercheck. Guck mal, was der Markus macht. Die Leute auf der anderen Insel. Die fliegen oder nicht. Hier gibt es doch tatsächlich irgendwas, was mir meine Sonnenblumen abfrisst hier. Nur eine hat überlebt von 5. Ich raff's nicht, Mann. Ja, die Tomatenpflanzen, die gehen gut. Muss ich irgendwann umpflanzen. Ja. 4 Töpfe. Da hat's die Schmarotzer. Die haben den Sieg davongetragen, ja. Jo. 30 Grad soll es werden. Noch einmal 26 Grad. Sehr angenehm. So, mittlerweile 10 nach 10. Es hat sich zugezogen. Es ist immer noch ziemlich windig. Der Kollege Markus hat heute Morgen schon ein kleines Abenteuer erlebt. Auf seinem ersten Flug ist die Tür dauernd aufgegangen. Das ist wahrscheinlich die Tür, die schon ein bisschen kaputt war, beziehungsweise kaputt gegangen ist nach meinem letzten Flug. Ja, der musste notlanden auf dem Militärflughafen in der Kanyohe Bay. Die haben das immer besonders gerne, wenn da irgendwelche Privat- oder zivile Aircrafts landen. Na, auf jeden Fall ist er da gelandet und dann stand er da 20, 30 Minuten rum und hat den Flug fortgesetzt. Das führte natürlich zu einem Delay. Das heißt, der zweite Flug um 9 musste abgesagt werden. Ich hoffe, die Tür funktioniert jetzt. Aber der fliegt jetzt wieder und von daher. Ja, da bin ich mal gespannt auf deine Story. Jo, so, ja, kurz nach 10. Ich muss noch nicht los, frühestens in ein, zwei Stunden. Gucken wir uns jetzt noch Sinnvolles mache. Eigentlich kann ich nichts Sinnvolles machen. 11:55. Jetzt fahre ich mal zur Arbeit. Sonne ist wieder draußen, es ist super warm. Ich brauche wahrscheinlich die Klimaanlage auf dem Weg zur Arbeit, aber das ist schon okay. Und dann bin ich ungefähr ja, weit über eine Stunde vor meinem Flug wieder mal zu früh am Arbeitsplatz. Aber die haben die Computer umgestellt. Wir kriegen jetzt ein super schnelles Netzwerk, angeblich. Und ich kann mich mit einem alten Login nicht einloggen. Das muss ich noch herausfinden, wie das genau funktioniert. Auf geht's. Kurz nach 12. Markus ist gerade gelandet. Er kriegt jetzt Fuel und dann übernehme ich. Wo ich gleich mal fragen. Simon, die haben nichts an der Tür repariert. Die ist einfach nur aufgesprungen. Und bevor ich überhaupt angefangen habe, habe ich mein erstes Trinkgeld bekommen. Ich bin mit der Frau und mit der Nichte von dem Fueler geflogen. Am Wochenende und die haben vergessen zu tippen. Und das hat er mir jetzt kurz noch gegeben. Nice. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich mich irgendwie einloggen kann hier in diesem Computer. Der Markus hat mir noch seine Story erzählt hier, wo er gelandet ist, wegen weil die Tür aufgepoppt ist. Und zwar wollte er da bei dem Militärflughafen landen und dann meinte er, ja, man kann nicht bei Ihnen landen. Meine Tür, die will ich kurz zumachen. Da meinte Tower da, nö, da müsstest du schon ein Emergency deklarieren. Und er meinte, okay, dann deklär ich Emergency. Und dann konnte er landen. Und dann mussten natürlich die Feuerwehr da ausrücken, Procedure, weißt du? Die Polizei, die Militärpolizei kam dann. Und dann hat das eine halbe Stunde gedauert, bis die durch den ganzen Papierkram durch sind, weil das halt ein offizieller Emergency dann war. Ja, und dann hat natürlich den zweiten Flug verpasst. So. Ich arbeite morgen mit Markus und nicht mit dem Wesley. Das ist ein bisschen seltsam. Aber Markus hat den Schedule schon gemacht. Wir teilen uns den Tag wieder. Das heißt, ich kann wieder morgen ausschlafen. Und also das heißt ausschlafen.
Also so wie heute. Ich arbeite nur in die zweite Hälfte. So ja, 4,1 Stunden geflogen, für 8,2 werde ich bezahlt. Nice. Trinkgeld, außer dass heute Morgen das nachgereichte. Null. Aber da müsste noch irgendwo Briefumschläge eigentlich sein. Ey, ich weiß nicht, warum sich das immer so verzögert über den Tag dabei. Aber jetzt haben wir schon kurz vor 7. Und jetzt geht's jetzt nicht nach Hause. Morgen wieder. Achso, habe ich nur gesagt, geteilter Tag und so weiter. So, ich bin jetzt gerade mit Deutschen geflogen. Die haben hier geheiratet vor 3 Wochen und dann sind die hier geblieben. Also bisher. Und wir fahren morgen zurück. Und es geht zurück nach Sachsen. Oder Hessen. Oder keine. Die haben mir ganzes Kleingeld gegeben. Weil sie morgen zurückfliegen. Okay. Es gab. Ich glaube, wir haben noch 20 dazu. So, Briefumschläge gab es nicht mehr. Jamie ist schon wieder zu Hause. Von daher kamen wir nicht an die Tippbox dran. Obwohl, der Markus meinte auch, ey, der greift jetzt die ganzen Tipps ab, aber die sind auch noch alle drin. Die Box ist voll. Und da hat doch schon wieder einer $20 reingesteckt, ohne das in Briefumschlag zu tun. Der hat einfach $20 reingesteckt. Für wen soll das sein? Ich meine, das geht immer ans Ground-Personal, was okay ist. Aber, ne, raff ich nicht. So, die Sonne geht unter in 5 Minuten. Das heißt, ich schaffe es nicht bis nach Hause mit der Sonnenbrille. Ich habe noch gar nicht gecheckt, wie der Verkehr ist, aber der müsste eigentlich schon so gut wie vorbei sein um 7 Uhr. Denn, ja, der geht ja halt so von 3 bis 7. Und ich glaube, ab 7 Uhr darf man auch wieder auf die Fastlane. Beziehungsweise da ist die Fastlane keine Fastlane mehr, sondern eine ganz normale Spur. Ja, null Stau um 7 Uhr, 22 Uhr. Das mag ich halt daran, dass wir jetzt noch so einen späten Flug drauf bekommen können. Ja, morgen ausschlafen und dann wieder ohne Stau zurück, Freitagabend. Ja, auf geht's. Was ich heute esse, ich habe noch ein bisschen Salat übrig. Ich glaube, den mache ich und dann mache ich mir 2 kleine Pizzen. Obwohl ich mir gestern schon irgendwie den Gaumen so verbrannt habe. Und das passiert bei Pizza noch eher. So, wieder zu Hause. Um 20 nach 7. Und nicht nur, dass dieser bekloppte Staubsauger meine Angelrute umgeschmissen hat. Nee, er hat sich auch schön in der Schnur verfangen. Gott. Naja, hauen wir den Ofen an für die 2 kleinen Pizzen. Alexa, Bedroom Light 80%. So, Bett fertig, kurz nach 11. Video von heute habe ich nicht mehr zusammengeschnitten. Ich bin ja noch mehr oder weniger up to date. Wetter soll morgen wunderschön werden. Natürlich warm. Aber 4 Flüge, das geht immer. Auch wenn es sehr warm ist und windig. So, ich hatte mir nochmal solche cool T-Shirts gekauft von Costco. Da gibt es ein 4er- oder 5er-Pack für $20 und ein 3er-Pack für $10. Und ich hatte mir den 5er-Pack geholt und ey, die T-Shirts, die sehen aus. Furchtbar, also die sind alle aufgeribbelt und der Stoff, der war auch so ganz komisch. So, ich habe mir nochmal den 3er-Pack geholt für $10 und die sind wesentlich cooler. Die haben so einen anderen Stoff, ist nicht so super cool, weißt du, so, dass sich das cool anfühlt und der Schweiß sofort verdunstet und so weiter. Aber die sehen besser, mehr aus wie ein normales T-Shirt. Und auf jeden Fall habe ich die alten T-Shirts in die Packung gepackt. 3 davon, von den 5 oder 4, ich glaube 5. Und die gebe ich zurück. Und dann hole ich mir nochmal ein Pack von denen. Die sehen einfach besser aus. Die sind auch an den Ärmeln wesentlich kürzer. Das heißt, die passen besser unter die Uniform. Die sind hier tighter, was auch nicer ist und so weiter. Der Plan ist, das morgen vor der Arbeit zu machen, zu Costco. Die umtauschen, nochmal einen Pack zu holen und irgendwas sonst. Ich wollte noch irgendwas von Costco. Weiß ich jetzt nicht, hoffentlich komme ich noch drauf. Da wollte ich jedenfalls morgen vor der Arbeit vorbei, das müsste ich eigentlich easy schaffen. Da muss ich hier nur so um
11 weg. Kein Problem. So. Jetzt gucke ich mir noch ein, zwei YouTube-Videos an. Ich habe eine neue Serie angefangen. The Silo. Sind allerdings erst 4 Folgen raus von der ersten Staffel. Und die habe ich alle geguckt. Das heißt, ich muss jetzt immer wieder eine Woche warten, bis es weitergeht. Das nervt. Normalerweise gucke ich ja immer nur eine Serie, wo die alle Folgen draußen sind. Damit ich nicht warten muss. Aber was soll's. Ja, hier drin ist immer noch 24,7 Grad, recht warm. Ah, passt schon. Müde bin ich. Sehr gut. Rücken. Ich habe halt seit 2 Tagen mache ich diese Dehnübung morgen, zumindest kurz. Schwinghanteln, ein paar Liegestütze, also jetzt nichts Großartiges. Das Training, das dauert 3 Minuten, 4 Minuten. Ich habe trotzdem Muskelkater. Da sieht man mal, wie untrainiert ich bin. Na, muss ich jetzt durchziehen. Der Wille ist da. Mal sehen, wie stark das Fleisch ist, sozusagen.